Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dirt Showdown. In dieser Folge werden wir natürlich die nächste Liga, und zwar auch die letzte Liga, anfangen. Oh, scheiße. Mann, Alter, dieses Auto ist doch aber auch so scheiße, Mann. Null Traktion. Null Kontrolle übers Auto. Nichts, gar nichts. Was will man da machen? Vielleicht Schrottpressenauto. Genau, wir sind gleich mal da. Und gleich Achter, genau. Wollte er uns gerade noch überholen. Mann, das ist doch unlogisch, ganz ehrlich. Hallo. Dieses Spiel ist manchmal so extrem unfair. Also Richard Bowers ist unser Hauptziel. Mann, jetzt fahr doch mal da weg, du Idiot! Mann, das macht gar keinen Spaß mehr aufzunehmen, wenn die Spiele so scheiße unfair sind. Und wie sollen wir jetzt an die anderen rankommen? Schnellste Mann der Welt. Einer weniger. Noch sechs. So, den erwischt jetzt und jetzt müssen wir um jeden Platz kämpfen. Ausgeschieden. Jonas Olsen fliegt jetzt wenigstens raus und dann als nächstes Brad McCoy, falls er uns nicht überholt. Ja, wo ist denn Dings? Richard Bowers ist schon raus. Da ist er ja. Oh, perfekt. Jetzt gibt es Nick White als nächstes. Hoffentlich. Und danach Giovanni Rubio. Oh, diese Sonne nervt hier so extrem. Und wir fliegen raus. Nick White. Dann gibt's noch. Hier muss man sehr aufpassen. Giovanni Rubio. Wenn er uns jetzt nicht überholt. Er sollte mal versuchen, seinen bösen Wagen gewonnen. In der Spur zu perfekt. Super. Ein blitzsauberer Sieg. Ganz starke Leistung. Und jetzt. Boah, Richard Bowers ist jetzt erst rausgeflogen. Damit dürften wir ziemlich weit vorne landen. Oh ja, 7 Punkte, ist super. Gut. Ist auch der Rage vorbei. Oh, jo. Bumm. Dann gibt's wieder 4000 dazu. Und das Finale. Das Race of in Roger, Kalifornien natürlich. Wo auch sonst. Also erster. Und jetzt gleich erster. 2x4 Runden, 50.000 Preisgeld. Logan. Wenn wir da gewinnen, sind wir echt der Champion. Ich mach bei mir mal ein bisschen den Ventilator an. Dürfte nicht stören. Bei Nacht. Boah, das stört. 3, 2, 1. Los! Heute Abend in Wacha funkeln die Sterne am Himmel und die Stars auf der Strecke. Ein ganz besonderes Rennen. Race Off ist aber das einzige vernünftige, also eine der wenigen vernünftigen Spielmodi hier in dem Spiel. Giovanni Rubio hat es da ganz schön weit rausgehauen. Ja,
So, Nick White ist natürlich wieder Erster, weil er seinen mega geilen Wagen hat, den wir aber vielleicht hier noch freischalten, also denke ich mal. So. So, jetzt Nick White. Den müssen wir kriegen. Aber wir haben ja noch ein paar Runden. Oh, schön mit Nitro um die Ecke gedriftet. Aber wie schnell die auch sind. Ja, komm, diesen Fahrfehler machst du noch mal einen, dann können wir super dich überholen. Komm, 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 komm. Ah, verdammt, so knapp, sonst hätten wir ihn echt erledigen können. Komm, ja, 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 komm, super, mach noch mehr. Fahrfehler sind echt gut für uns, also wenn ihn anderer macht natürlich. Alter, genau, Richard Bowers, schnellster Fahrer der Welt. Ein Glück sind die Fässer so stark, dass der selbst ein Auto mit ein paar hundert kmh, okay, nicht ein paar hundert, aber 100 vielleicht, keine Ahnung. Hier gibt es keine kmh-Anzeige, das ist scheiße. Nein, das ist immer kartlastig, magnetlastig, so. Vielleicht. Einfach so gegenrasen können gegen die Fässer und nichts passiert. Ey, da sind wir den einen los, kommt echt der Nächste, der dann Stress macht. Also müssen wir uns wenigstens um Nick White keine Sorgen mehr machen. Wow! Oh, 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 oh. Tschüssi. Hier gibt's geile Crash in dem Spiel. Das gefällt mir. So. Wieder durchs Wasser. Und dann noch eine Runde. So, man fährt Bruce Cannon so einen Wagen. Egal. Nicht. Ja, bremst ruhig ab, Mann. Oh, Brad McCoy ist schon vorne. Den muss man sich nämlich immer Sorgen machen. Und endlich keine Sonne mehr da. Über dem Kreuzfahrtschiff. Schupp. Oh. Gut, nicht mehr weit. Der Jump noch und dann eine Kurve. Und noch eine leichte Kurve und dann was. Oh, hat Brad McCoy die Kontrolle verloren? Ja. Jetzt aber Nick White wieder tot. Naja, besser als gar nichts. Und es ist gut, dass Jonas Olsen zwischen uns und Nick White ist. Da vorne ist das Ziel und damit haben wir die erste Phase als erster erreicht. Gut, dann geht's weiter. Eins und los geht's. Letzte Runde, die Entscheidung naht. Boah. Davon gibt's jetzt nochmal ein Crashback. Da verlieren wir jetzt zwar die Kontrolle. Können uns gerade noch so ein bisschen retten, haben uns wenigstens nicht einmal umgedreht. Aber wir müssen jetzt vor... Alter, warum vergesse ich so schnell, wer vor uns war? Na, hinter uns jetzt in dem Fall. Der war eben vor uns. Hinter uns. Mann. Bruce Cannon, genau, danke. Nee, war nicht Bruce Cannon. Doch, keine Ahnung. Irgendjemand. Nick White war Dritter, das müssen wir uns merken. Ende. Nick.
Niki. Gleich wirst du gedreht, Niki. Jesse. Jawohl, er hat ihn überholt. Oh, genau, Brad McCoy hatte sich aber gedreht, also ist er keine wirkliche Gefahr. Somit sind wir in einer super Position jetzt. So können wir das Rennen ruhig beenden, ohne Sorgen. Jetzt den Sprung, den schaffen wir locker. Der ist nicht so schwer. Trotzdem drehen sich hier manche. Eine schöne, saftige Breitseite. So, komm. Lange Runden sind es wirklich. So, wir sind jetzt sogar Erster, was natürlich am besten ist. Aber wir müssen uns keine Panik machen, wenn wir einen Platz verlieren. Gut. Und ja, ein bisschen weniger als 2 Runden. Dann haben wir das auch schon geschafft. Die ganze Liga. Bauers kommt aber nach. Heißt, glaube ich, übrigens nicht Bauers, sondern Boas. Richard Boas. Letzte Runde. Die letzte Runde läuft. Gleich kennen wir den Sieger. Da kommt der Nahe. Wir verlieren gleich die Kontrolle, aber haben uns noch gefangen. So, Richard Boss ist immer noch hinter uns und er kommt näher, aber wir schaffen das. Wenn man nur nicht zu spät in die Kurve einlenkt und dann... das hat ihn jetzt die Führung, das hat ihn jetzt den zweiten Platz gekostet, dass er uns drehen wollte. Alles war nichts weiter. Und wir haben es geschafft, gewonnen, ja, wie er schon sagte. Und damit haben wir auch diese Liga geschafft und sind in der letzten Liga, im letzten Viertel des Let's Plays. Ich bin gespannt, ob wir den Wagen frei kriegen. Jetzt kommt wieder ein bisschen Show. Oh ja, ein guter Vorsprung. Nick White und Jonas Olsen sind zusammen Zweiter. Champion. Dann kriegen wir 50.000, dann haben wir 176.300. Damit können wir uns einiges leisten. Und kriegen wir den Wagen frei? Ja, nein. Den Jensen Modified. Ich will mal bitte den geilen Wagen von Nick White freigeschaltet kriegen. Hallo, Captain. Die letzte Saison war ein Traum. Du hast dir einigen Respekt verschafft. Jetzt kommen nur noch die ESPN. Hast du auch das Zeug zur ultimativen Showdown-Legende? Da haben wir ein Race of in Miami und ein Hoonigan Smash Hunter in Battle Sea. Natürlich. Naja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dirt Showdown. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.